Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das die Bedürfnisse der Menschen betrachtet. Und der Mensch oder die Menschheit bzw. die Natur zusammen mit dem Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und sicher nicht dieser krankhafte, krebsgeschwürige Wirtschaftsdogmatismus, das ist für mich die Religion Nummer eins, ist eigentlich das Wirtschaftssystem, ist Religion Nummer eins. Und dann kommt sofort diese Maskenreligion, die innerhalb von einem Jahr aus dem Boden gestampft wurde. Es war für mich auch ein Phänomen, das zu beobachten, wie die Leute da mitgemacht haben bei dieser Missionierung von Leuten, die da mitgemacht haben. Und es ist für mich eine geheime Staatsreligion. Warum? Es ist eine Staatsreligion, weil der Staat sagt, du musst das machen. Und es ist geheim, weil sie dir nicht erklären, wirklich, weshalb du das machen musst. Und dass wir bei geheimen Staatsreligionen mitmachen, das verstoßt gegen die Verfassung, weil wir haben Religionsfreiheit. Und manchmal sage ich im Zug, ich trage keine Maske, weil ich gehöre zur religiösen Minderheit.